Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirbt in vielen Formaten fürs Gendern. Die meisten Schüler gendern nicht. Das wollten Macher einer Sendung im Bayerischen Rundfunk ändern, wollten unter jungen Menschen Begeisterung fürs Gender-Sternchen wecken. Dass es ordentlich nach hinten losgeht, hätten sie sich nicht erträumen können. Das möchte man meinen. Und genau das hier ist vor laufender Kamera dann passiert. Aber die Bemühungen sind schon da, gerade in der jungen Generation. Und das merken wir natürlich auch als Landesschülerrat. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die Lehrkraft dahinter steht, auch ob die Lehrkraft selbst gendert. Ich möchte unsere Zuhörenden alle ansprechen, aber auch die Menschen, über die ich berichte. Und wenn ich nicht binäre Menschen weglasse, weil ich zum Beispiel nicht Lehrkräfte sage oder SchülerInnen, dann verneine ich, dass sie existieren. Mhm. Die sagen, wenn man ein drittes Pronomen verwendet, also nicht nur sie und er, im Deutschen gibt es sie, er, und im Schwedischen gibt es aber eben neben han und hon, hen. Haben wir denn Kommentare auch aus den Schulklassen? Das würde mich jetzt interessieren. Tatsächlich, es ist noch sehr viel reingekommen, also viele, die auch dem Gendern zustimmen. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. Vorne liegen gerade zwei gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Gendern finde ich ab jetzt klasse, findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne Gendern finde ich weiterhin unnötig. Bei uns im Studio ist Bildpolitik-Experte Sebastian Geißler. Sebastian, schön, dass du da bist. Das ist kräftig nach hinten losgegangen. Man merkte richtig, wie die Moderatorin plötzlich so ins Straucheln kam. Das war ja anscheinend eine Live-Abstimmung und plötzlich war da nur noch dieser eine fette Balken zu sehen. Gendern finde ich unnötig. Was ist schiefgelaufen in dieser Sendung? Ja, die Macher oder MacherInnen, wie die sich wahrscheinlich nennen würden, haben tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Schüler ihre eigene Meinung mitbringen und nicht überzeugt sind von dem, was hier aus meiner Sicht durchaus ideologisch vorgebracht wurde fürs Gendern. Das war aber gar nicht so vorgesehen. Die dachten wahrscheinlich, sie machen mal so einen Gender-Talk und dann sind ja auch, das sieht man ja schon in der Gästeauswahl, mindestens vier Gäste waren klar fürs Gendern auf dem Podium, zwei dagegen. Die Moderatorin hat nicht neutral durch die Sendung geführt, sondern sie war eigentlich auch fürs Gendern. Das war anhand ihrer Kommentare, wir haben es ja gerade gesehen, auch durchaus ja ersichtlich. Sie hat ja sogar gesagt, also wenn die Mehrheit jetzt dagegen ist, dann müssen wir einfach nochmal so eine Sendung machen und dann sind die Leute vielleicht eher dafür. Das ist ja grotesk, wenn man das so macht. So geht es eigentlich nicht. Das ist keine offene Diskussionssendung, sondern das hatte eher was von Indoktrination in dem Fall. Sebastian, was denkst du denn über die Schüler? Da bin ich ein bisschen stolz auf die Schüler, weil die sich nämlich nicht jetzt hier überwältigen lassen. Nämlich von solchen indoktrinierenden Argumenten. Teilweise sind es ja auch Scheinargumente, die fürs Gendern vorgebracht wurden. Es ist ja so, es soll ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch im Politikunterricht übrigens kontrovers dargestellt werden. Das haben die Macher nicht gemacht. Die haben so gesagt, Gendern ist richtig. So. Und dann gibt es ja diesen Effekt der sozialen Erwünschtheit. Die Erwachsenen wollen das so und so haben. Dann sagt man, ja, sehe ich vielleicht auch so oder so. Nö, haben die Schüler nicht gemacht. Die haben gesagt, nö, bin weiterhin gegen das Gendern. Überzeugt mich nicht, mache ich nicht. Und die Erwachsenen waren hier offensichtlich völlig fassungslos, dass das Falsche mal rauskam. Es ist eigentlich, es ist lustig, es ist ein Stück Realsatire geworden, diese Sendung. Weil die Erwachsenen ja auch immer sagen, naja, die jungen Leute, die wollen ja gerne gendern. Und das hat genau das Gegenteil ja, bewiesen genau. Eigentlich. Die breite Mehrheit im Land gendert eben nicht. Die Leute sagen nicht, ja, ich gehe rüber zu meinen NachbarInnen oder so, sondern ich habe eben mit meinen Nachbarn gestern zusammengesessen. Also, das ist völlig normal, das ist völlig okay, das ist vollkommen legitim. Es wird einem dann oft von den Gender-Befürwortern gesagt, ja, da bist du aber irgendwie, das ist alt. Backen oder konservativ oder rechts oder alles Mögliche. Das ist halt einfach Quatsch. Das ist unsere ganz normale Alltagssprache. Die wird von Schülern gesprochen, die wird von den Menschen im Land gesprochen. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird sie vielfach offensichtlich nicht gesprochen. Und man sieht, wie sehr diese Menschen dann manchmal, diese Macher in der eigenen Blase vielleicht auch gefangen sind, im eigenen Denken, dass sie das gar nicht mitkriegen und deswegen so überrascht sind, dass das abgelehnt wird, auch von Schülern. Viele sagen ja auch, Sprache verändert sich. Glaubst du, dass sich über kurz oder lang das Gendern in Deutschland doch durchsetzen wird? Also Sprache verändert sich irgendwie schon und permanent. Aber es wird ja hier offensichtlich das Gendern, das versucht man ja hier so von oben durchzudrücken. Und das lehnen die Menschen halt ab. Und man merkt ja auch, es passt nicht in den Sprachfluss rein, immer zu sagen innen, innen, innen. Sondern man spricht so vor sich hin. Diese Kunstpause, dieses Innen, das stört ja eher. Da muss man sich zu zwingen dazu. Eine Sprache, zu der man sich zwingen muss, die passt nicht in den Alltag. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das in der breiten Öffentlichkeit tatsächlich durchsetzen wird. Klare Haltung. Dankeschön, Sebastian Geißler. Danke.
Musik.